Willkommen im Device. Heute werden wir uns die besten All-in-One-PCs ansehen. Der HP 24 CR0215NG ist ein All-in-One-PC, der sich gut für den Einsatz in Haushalten und kleinen Büros eignet. Er kombiniert einen leistungsfähigen AMD Ryzen 5 7520U Prozessor mit 8 GB Arbeitsspeicher, was ihn für alltägliche Aufgaben wie das Surfen im Internet, Office-Arbeiten und leichte Multimedia-Anwendungen geeignet macht. Das 23,8 Zoll große IPS-Display bietet eine klare Full-HD-Auflösung, die für die meisten Anwendungen mehr als ausreichend ist. Ein möglicher Nachteil dieses Modells ist, dass der Arbeitsspeicher fest verlötet und nicht erweiterbar ist, was die Zukunftssicherheit des Geräts einschränken könnte, insbesondere wenn man plant, intensivere Anwendungen zu nutzen. Zudem könnte das Fehlen einer dedizierten Grafikkarte für Nutzer, die aufwendigere Grafikaufgaben erledigen wollen, ein limitierender Faktor sein. Das Design ist funktional, aber vielleicht nicht für Nutzer geeignet, die nach einem besonders schlanken oder ästhetischen Gerät suchen. Insgesamt bietet dieses Modell eine solide Leistung für alltägliche Aufgaben und ist eine gute Wahl für Nutzer, die einen zuverlässigen All-in-One-PC für den Heimgebrauch oder einfache Büroarbeiten suchen. Für detaillierte Preisinformationen können Sie den in der Videobeschreibung bereitgestellten Link zu Amazon nutzen. Der ASUS M3702 WFA ist ein All-in-One-PC, der mit einem 27 Zoll großen IPS-Display ausgestattet ist, das eine Full-HD-Auflösung von 1920x1080 Pixeln bietet. Der Bildschirm besticht durch eine gute Helligkeit und breite Betrachtungswinkel, jedoch könnten die Farben für professionelle Bildbearbeitung etwas blass wirken. Das Gerät wird von einem AMD Ryzen 3 7320U Prozessor angetrieben, der für alltägliche Aufgaben wie das Surfen im Internet, das Arbeiten mit Office-Anwendungen und einfache Multimedia-Nutzung völlig ausreichend ist. Unterstützt wird der Prozessor durch 8 GB RAM und eine 512 GB SSD, die schnelle Ladezeiten und ausreichend Speicherplatz bieten. Ein Nachteil dieses Modells ist die nicht erweiterbare RAM-Kapazität von 8 GB, was die Leistung bei intensiveren Aufgaben einschränken könnte. Zudem bietet das Display eine Bildwiederholfrequenz von nur 75 Hz, was für Gamer, die flüssigere Bildwiederholraten bevorzugen, möglicherweise nicht ausreichend ist. Der integrierte Lautsprecher liefert klaren Sound, allerdings mit wenig Bass, was für Musikliebhaber eine Einschränkung darstellen könnte. Außerdem könnte die Leistung der SSD bei datenintensiven Anwendungen unter den Erwartungen liegen. Insgesamt ist der ASUS 3702 ein solider All-in-One-PC für den allgemeinen Gebrauch, besonders für Nutzer, die einen großen Bildschirm und ein platzsparendes Design bevorzugen. Für genauere Preisangaben besuchen Sie den in der Videobeschreibung verlinkten Amazon-Link. Der Lenovo ThinkCenter Neo 50A Gen 5 ist ein All-in-One-PC, der speziell für Büroanwendungen und den täglichen Gebrauch konzipiert wurde. Mit einem 27 Zoll FHD-Display bietet eine solide Bildqualität mit präziser Farbdarstellung dank 99% sRGB-Abdeckung. Der PC wird von einem Intel Core i5-Prozessor der 13. Generation angetrieben, der genügend Leistung für typische Office-Anwendungen, Multitasking und einfache Multimedia-Aufgaben bereitstellt. Der integrierte Arbeitsspeicher von 16 GB kann bei Bedarf auf bis zu 32 GB erweitert werden, was eine gute Flexibilität für zukünftige Anforderungen bietet. Zu den Nachteilen des Geräts gehört die eher begrenzte Grafikleistung, da es nur über eine integrierte Intel UHD Graphics verfügt, was für grafisch intensive Anwendungen und moderne Spiele nicht ausreicht. Zudem gibt es keinen Kartenleser, was für Nutzer, die regelmäßig mit Speicherkarten arbeiten, ein Nachteil sein könnte. Auch der fehlende optische Laufwerksschacht könnte für einige Anwender ein Problem darstellen. Insgesamt ist der Lenovo ThinkCenter eine gute Wahl für den Einsatz im Büro oder im Homeoffice. Er bietet ausreichend Leistung für alltägliche Aufgaben und ist dank seines schlichten Designs und der guten Konnektivität eine praktische Lösung. Der aktuelle Preis des Geräts kann über den in der Videobeschreibung angegebenen Link auf Amazon eingesehen werden. Der Acer Aspire C24 1800 ist ein All-in-One-PC, der mit einem leistungsstarken Intel Core i5 12450H Prozessor und 16 GB RAM ausgestattet ist. Das 23,8 Zoll große Full-HD-Display liefert klare und scharfe Bilder, ideal für alltägliche Aufgaben und Multimedia. Zudem bietet die 1 TB SSD ausreichend Speicherplatz für Anwendungen und Daten. Ein Nachteil dieses Modells ist das Fehlen einer dedizierten Grafikkarte, was die Leistung bei grafikintensiven Anwendungen einschränkt. Auch die Anschlüsse sind begrenzt, was den Anschluss von Peripheriegeräten erschweren könnte.
Insgesamt ist der Acer Aspire eine solide Wahl für Nutzer, die einen schlanken und leistungsstarken All-in-One-PC für den täglichen Gebrauch suchen. Der Preis kann über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon eingesehen werden. Der Lenovo IdeaCenter 3 ist ein vielseitiger All-in-One-PC, der sich ideal für den täglichen Gebrauch in Heim- und Büroanwendungen eignet. Mit seinem AMD Ryzen 7 7730U Prozessor und 16 GB RAM bietet er ausreichende Leistung für Multitasking, Büroarbeiten und leichte Kreativanwendungen. Der 23,8 Zoll große IPS-Bildschirm liefert eine klare und lebendige Darstellung, was ihn auch für das Anschauen von Medieninhalten attraktiv macht. Die 1 TB SSD sorgt für schnelle Ladezeiten und bietet genügend Speicherplatz für große Dateien und Programme. Ein möglicher Nachteil dieses Modells könnte das Fehlen einer dedizierten Grafikkarte sein, was die Leistung bei anspruchsvollen Spielen oder professioneller Grafikbearbeitung einschränken kann. Darüber hinaus ist der Speicherplatz zwar großzügig bemessen, könnte aber für sehr speicherintensive Anwendungen oder größere Datenbanken an seine Grenzen stoßen. Insgesamt ist der Lenovo IdeaCenter ein hervorragendes Gerät für Nutzer, die einen zuverlässigen und kompakten All-in-One-PC für den Alltag suchen. Der Preis kann über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon eingesehen werden. Der HP Pro One 440 G9 ist ein leistungsstarker All-in-One-PC, der sich hervorragend für den professionellen Einsatz eignet. Ausgestattet mit einem Intel Core i7 13700T Prozessor der 13. Generation und 16 GB Arbeitsspeicher bietet er genügend Leistung für anspruchsvolle Anwendungen und Multitasking. Das 23,8 Zoll große Full-HD-Display mit IPS-Technologie sorgt für scharfe und klare Bilder, was ihn ideal für Präsentation und visuelle Arbeiten macht. Die 512 GB SSD ermöglicht schnelle Ladezeiten und bietet ausreichend Speicherplatz für wichtige Dateien und Programme. Ein Nachteil dieses Modells könnte das Fehlen einer dedizierten Grafikkarte sein, was die Eignung für grafikintensive Aufgaben wie beispielsweise Video- oder Bildbearbeitung einschränkt. Darüber hinaus ist der Speicherplatz von 512 GB möglicherweise für Nutzer mit großen Datenmengen knapp bemessen. Insgesamt ist der HP Pro One eine ausgezeichnete Wahl für Unternehmen und professionelle Nutzer, die einen zuverlässigen und kompakten PC suchen. Der Preis für dieses Modell kann über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon eingesehen werden. Der Lenovo Yoga AIO 9 zeichnet sich durch seine beeindruckende Ausstattung aus. Mit einem großen 31,5 Zoll UHD-Display bietet er eine herausragende Bildqualität, die durch eine hohe Helligkeit und Unterstützung für Display HDR 600 ergänzt wird. Im Inneren arbeitet ein Intel Core i9 Prozessor der 13. Generation, der zusammen mit 32 GB RAM und einer schnellen 1 TB SSD für eine flüssige und schnelle Performance sorgt. Die Nvidia GeForce RTX 4050 Grafikkarte unterstützt anspruchsvolle Anwendungen und leichte Gaming-Aufgaben. Trotz seiner vielen Stärken hat der Yoga 9 einige Einschränkungen. Der Arbeitsspeicher ist fest verlötet und kann nicht erweitert werden, was die zukünftige Aufrüstbarkeit einschränkt. Außerdem fehlt ein Kartenleser, was für Nutzer, die häufig mit SD-Karten arbeiten, ein Nachteil sein könnte. Der All-in-One ist auch recht schwer und könnte daher etwas umständlich zu bewegen sein. Zusammenfassend ist der Lenovo Yoga 9 ein hervorragender All-in-One-PC für Anwender, die eine starke Performance und ein hochwertiges Display suchen. Er eignet sich gut für kreative Arbeiten, Multimedia-Nutzung und den allgemeinen Office-Einsatz. Den aktuellen Preis für das Gerät findest du über den in der Videobeschreibung angegebenen Link auf Amazon. Wenn dir das Video gefallen hat, gib doch einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, um keine neuen Inhalte zu verpassen. Und gerne kannst du deine Gedanken in den Kommentaren teilen. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Stöbern!